So, also wir sind jetzt hier nochmal an der Stelle. Ich habe jetzt oben mal die FPS eingeblendet, dass wir wissen, wenn es dann abkühlt. Ich hatte gerade konstante 60. So, jetzt kommen die Leute. Jetzt müsste es rein theoretisch, wenn es wieder so ist, einbrechen. Oder es lag an irgendeiner Grafikeinstellung, die ich da gemacht hatte. So, also ich will es jetzt nicht zu sehr doof machen, bis jetzt habe ich ja konstante 50. Weiter, du hast ihn noch nicht abgeschüttelt. Ja, das weiß ich. Öffne diese Türe, jetzt! Leute. Ich bin blind. Okay, ich werde jetzt mal die FPS dann auch wieder ausblenden, aber ich denke, sie haben sich jetzt ja wieder normalisiert. Ich hatte gerade bei Einstellung geändert. Ich kann euch das mal zeigen, was ich geändert habe, falls ihr auch das Problem habt. Ich habe die Physics-Unterstützung, soll das wahrscheinlich heißen, ausgemacht und Anti-Aliasing, oder wie das Teil heißt, die Kantenkleidung sozusagen. Genau. Dann habe ich Spiel neu gestartet und jetzt funktioniert es wieder. Los, Bäb. Verloren. Ah, das tut mir aber leid. Eine Maus, eine Ratte, wie auch immer. Oh, die Fünf. Weiter vorne ein Versteck, Laufrichtung Kräne. Nee, eigentlich nicht. Ja, zwei rote Kräne. Alle, die aufgepasst haben, wissen, was das bedeutet. Pass auf, Faith. Die Cops schicken einen Helikopter. Geht's halt hier weiter. Ah, wieder zu spät losgelassen. Ich hatte ja das blöde Gefühl, dass wir jetzt hier hin müssen. Aber wir müssen da hin. Die Schießkünste, ich meine, das wäre unfair, wenn die wirklich mal treffen würden. Die Schießkünste sind ja wirklich leider so. Das muss ja doch schon fast peinlich sein. Ich bezweifle, dass es da lang gehen sollte. Okay. Wahrscheinlich jetzt hier runterspringen. Ja. Achtung, Kopf voraus, sieht aus, als würdest du kämpfen. Ich kann kämpfen. Wird. Na gut, vielleicht können wir ja doch mal. Wenn wir denn auch drücken würden. Ich weiß nicht, soll ich jetzt kämpfen? Ist vielleicht besser. Da habt ihr ja auch mal einen Kampf gesehen. Ich werde mal kämpfen. Achtung, Kopf voraus, sieht aus, als würdest du kämpfen. Ach, sieht das so aus. Das sind gepanzerte Spezialeinheiten, die wahrscheinlich jahrtausende lange Schießtraining haben. Und wir hauen sie einfach weg. Im Nahkampf und Fernkampf. Die sind so gut. Der Bier. Das Schloss hat geblinkt, habt ihr das gesehen? Na gut, nur gefunkelt. Okay.
Rufzeichen, dass du weißt, dass du ein Runner bist. Eine Vorliebe für die Farbe Rot, ah ja. Natürlich. Gut, dass ich jetzt da nicht einfach mal weitergesprungen bin. Wäre bestimmt nicht so lustig geworden. Ist die Musik gerade lauter als sonst? Wir müssen hier hoch, wa? Hab schon da die Tür. Und jetzt ganz weit rein. Hier kommt gleich irgend so ein Bob an, Achtung. Ha. Oh. Der hat sich bestimmt die Füße verknackst. Das war natürlich jetzt blöd, das zu machen. Weil wir hier hoch müssen. Der Helikopter wurde zurückgepfiffen. Aber nicht für lange, fürchte ich. Hallo. Hallo Parkour, hallo. Ja. Kann ja mal passieren, dass man an der Leiter vorbeispringt. Oder gar nicht erst hinkommt, ja. Ah, oh, ich dachte, ich muss in der anderen Seite. Da war ich jetzt gerade etwas. Das wird so ein epischer Sprung, das kann ich euch schon versprechen. Das war doch schön, oder? Da sind wir gerade drüber gesprungen. Oh. Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Verdammt, ich hab mir den ganzen Kaffee über die Tastatur gekippt. Hey, okay. Kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Ja, wir haben es geschafft. Peter läuft. Wie er ist, hätte der sich eingekackt. Und diesmal sind die Schatten auch anders, falls ihr das gerade gesehen habt. Ich glaube, der sitzt. Ich habe mir mal Roadburn angesehen. Nicht mehr ganz so freundlich. Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass ein Cop dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Hab ich's nicht gesagt. Wir sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe.
lasse ich sie gehen. Doch wenn sie nochmal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Tja, du Arschgesicht. Und vermutlich werde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Ein Arschloch, muss man einfach so sagen. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roburns Meeting. Ist das Roburns Partner? Vielleicht. Für mich sah wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Cops. Meinung hoch. Spannung. Muss ich nur gerade gucken, aber ich glaube, es ging hier irgendwie hoch. Hier ist Hochspannung. Hier ist Hochspannung. Aber hier ist keine Hochspannung. Das war schlecht, das habe ich schon gemerkt. Wird ja umso besser. Hallo. Schönen Balkon haben Sie da. Das Blöde ist, hier ist natürlich immer noch Hochspannung, aber jetzt ist keine mehr. Aha. Kann ich dazu übrigens sagen, dass ich damals bei meinem ersten Durchgang sehr viel Zeit gebraucht habe, um das rauszufinden. Da habe ich gerade das N verschluckt. Und man kann auch weiter springen, wenn man in der Luft nochmal Shift drückt, weil nimmt die so die Beine hoch und das braucht man dann später bei den Speedruns auch ganz viel. Wenn man da halt noch so das letzte Stückchen überwinden kann. Was normalerweise fehlen würde. Ah ja. Ich sehe mir gerade die Baupläne an. Es ist ein Labyrinth. Und es ist ruhig. Aber wenn ein Ich hoffe eigentlich, in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. So ein Ding zu finden, so ein Koffer aber. Ich nichts finden, Junge. Schade. Dann eben nicht. Lass mal das halt. Ah, wir müssen doch da drüben lang. Hier müssen wir nämlich hoch, ha? Also, so wie ich das kenne, sind das solche Bodenplatten aus den Schullandheimen. Die scheinen kaputt gehen, weil die aus Styropor sind, wenn man sie nur anguckt. Aber ich kann einfach drüber laufen. High Quality Styropor. Gibt's anscheinend auch. Fallen wir runter? Ja. Bitte durch? Nein. Mittendrin stand nur dabei. Das heißt dann wohl nein. Hab ich doch ja gerade gesagt. Hörst du mir überhaupt zu? Anscheinend nicht. Ich hätte jetzt Lust, da runter zu springen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so... Ah. Ja, das wäre nicht die Idee des Tages gewesen. Und wie komme ich jetzt da hin? Ich weiß, dass ich auf dieses Rohr muss. Und auf dieses Rohr komme ich... Ich glaube, ich habe eine Idee. So, ja. Und jetzt... So, ja. Und jetzt... So. Wieso das Ding da ist, weiß ich nicht, aber... Naja, ist auch egal. Hier lang.
Feuerhose? Warte mal. Eine Feuerhose. Sehr schön. Ich weiß, dass es Englisch war. Aber trotzdem steht ja Feuerhose. Da könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt. Muss ich eigentlich hier an die Wand? Das ist eigentlich totaler Schmarrn. Wir sind nämlich so schlank mit unseren 30 Kilo, dass wir hier durchpassen. Ich glaube, ich weiß, wieso da diese Dinger waren. Weil irgendwo muss man ja hier jetzt noch was ausmachen, dass man nicht vergast wird. Also da sind solche Gasschläuche jetzt nicht das, was ihr denkt, sondern... Aber wir probieren es einfach mal, mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich muss ich auch erstmal da hoch, oder? Ah! Das sind wahrscheinlich auch nur Dampfleitungen. Keine Gasleitung. So. Jetzt. Dadurch. Da hoch. Genau, so war's. So war's richtig. Das ist der Wrestler. Shit. Ich hätte niemals einem Kopf vertrauen sollen. Er gehört zu Roadburn. Ich wette, er steckt bis zum Hals in dieser Icarus-Sache mit drin. Ich mache mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann. Nicht Pope, merkt ihr das? Er hat eine schöne Frisur. Niemand bedroht dich. Und gelbe Zähne. Hey. Ja, mir geht's gut. Der Typ ist ja Hulk oder was? Jetzt muss ich irgendeine Taste drücken, das weiß ich nicht. Ja, ich hab's verpasst. Schöne Zähne hast du. Gibt's dir auch in Weiß? Kann man das jetzt unterbrechen? Ich hab grad keine Lust, mir das 20 Mal anzugucken. Wir können beide zur Hölle gehen. Niemand bedroht dich. Hey. Ja, mir geht's gut. Ja, ich bin gerade aus 40 Metern auf den Rücken gefallen. Mir geht's gut. Ich bin nur querschnittsgelähmt. Dafür gibt's wahrscheinlich die Zeitlupe. Für diese eine Stelle im Spiel. Tschüss, Gelbzahn. Nee, doch nicht. Fällt in die Nudel. Das ist unfair, sowas du macht man nicht. Du solltest schnell reden. Deine Hände fangen an zu schwitzen. Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar! Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik. Wer Pop erledigt, du? Nein, ich hab jemanden angeheuert. Wen? Einen Profi. Wir treffen uns morgen um 2 im Atrium des Einkaufszentrums. Nee, ich hab keine Ahnung, ich wollte es wirklich nur geraten. Warum vielleicht ist das vielleicht nicht. Bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir. Vorsicht, Faith. Wenn du mich winkst, bist du Matsch. Klar. Shit, Merk, hier schießt jemand. Roben hat's erwischt. Was zur... Die Cops lösen die Party auf, also verschwinden. Tja, da hat er wohl zu viel geredet, ja, Rob. Und zack, ein Stacheldraht. Und die Frisur sitzt. Ich glaube, ich soll da so drüber, oder? Ach nein. Dann eben hier lang. Jetzt werden gleich die Cops kommen, wie ich die kenne. Hat jemand ein Schimpfwort gesagt, deswegen hat er so gepiept. Wenn man jetzt noch wüsste, wo der fucking Fahrstuhl ist.
Oh, er tritt nicht das Glas ein oder so. Ich dachte, das wäre ein Fahrstuhl gewesen. Schade. Oh Gott, war das gerade scheiße. Ja, deine Mutti. Er hat eine Beschleunigung wie ein Rennwagen. Nee, wahrscheinlich ist jemand ganz anderes Mörser oder so, der Arsch. Der ist mir die ganze Zeit schon so unsympathisch. Jo, ich hab richtig geraten. Okay, die Panzerstyropor-Ding. Für den Moment. Die Haltestelle Rally Park scheint geschlossen zu sein. Irgendwelche Renovierungsarbeiten. So, jetzt haben wir das Vergnügen, dass wir hier raus müssen. Auch hier habe ich damals ewig gebraucht. Also, falls ihr das alles selber jetzt rausfinden wollt, ich spoiler jetzt, ne? Logisch, ich spiel's ja durch. Oh Mann, die kommen in die U-Bahn, du musst weiter runter, Babe. Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich hier damals so lange gebraucht habe. Naja. Wahrscheinlich genau wegen der Stelle. Hier von der Seite hoch. So, dann nochmal. Ah, hier gab's es so. Nee, sag's nicht, ey. Lalalalalalala. Gut, dann laufen wir halt einfach nochmal drüber. Bewegung, Bewegung. Ich glaube, hier gehe ich nicht lang. Ich habe mich gerade dagegen entschieden. Ich glaube, ich war zu langsam, oder? Nein, ich war nicht zu langsam. Also, ich war zu langsam, ja. Ist jetzt nicht so, dass das das Ende bedeutet. Ich habe mich schon gewundert, ob es jetzt neu lädt oder was hier passiert. Dr. Dave. Oh. Ich mache mich nicht kampfbereit. Kämpfen ist was für Anfänger. Hier ist irgendwo ein Runner-Koffer, aber ich habe jetzt keine Lust, da nochmal runter zu gehen, mir den Koffer zu holen. Ich denke nämlich, dass der unten ist. Ich weiß es natürlich nicht. Out of order. Override switch in my office, the janitor. Okay. Dann suchen wir jetzt den Schlüssel. Okay.
Okay, wir haben einmal da was, deswegen versuchen wir es zumindest, schaffen tun wir es natürlich nicht. Ja. Wieso die immer auf die Stange springen müssen? Ist das ein Porno? Oh, steht hier. Lol, hat sich verschrieben. Oh, okay. Das heißt, das ist schon mal sein Büro. Wieso steht das hier auf Chinesisch? Was oder nicht? Ja. Und danach rennen wir einfach mal. Ich finde es nämlich ziemlich schlecht, wenn wir von so einer U-Bahn getroffen werden. Kann man sich vielleicht vorstellen. Lol. Muss ich jetzt eigentlich erstmal verstecken? Ich glaube, wir rennen einfach mal an den Weg hier lang. Schaden wird es nicht. Ah, da ist schon was Rotes. Das ist rot, da kann man bestimmt durch. Zum Rennen brauchst du mir nicht erzählen, dass das geht. Dadurch kann ich nicht, weil die Dinger sich noch drehen. Okay, ich kann es eigentlich nur versuchen. Du bist wohl in einem Belüftungsraum der U-Bahn. Versuch die Ventilatoren abzuschalten. Hinter den Dingern sind meistens Wartungsschächte. Ja, das ist mir auch klar. Okay, es geht doch. Einfach hier in der Luft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ein Stückchen hinter. Und nehmen dann mit Anlauf den Antrieb. Weil ich mit dem, was kommt, wie es kommen musste.
durch solche Hindernisse ausweichen. Finde ich aber ganz gut. Alter, das könntet ihr doch kaum erbremsen, oder? Wir sind jetzt voll miteinander. Warte, das muss ich jetzt sehen. Toll. Aber ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ich meine, die müssen doch voneinander gefahren sein. Hey, Schnuckelchen. Hey. Worüber denkst du nach? Ein Mörder. Echt? Ja, Pops. Es gibt morgen ein... Er hat Pops gesagt. Einkaufszentrum. Sie. Das sehe ich mir an. Shit, Faith. Warum tust du das? Es ist nicht dein Problem. Halt dich einfach raus. Als ich noch ein Kind war, hat mir die alte Stadt nie viel bedeutet. Meinen Eltern schon. Zumindest hielten sie für wert, beschützt zu werden. Mom und Dad waren Freunde von Pope. Sie haben Proteste organisiert, sich gewehrt, nahmen uns auf Demos mit. Ich habe damals gar nicht verstanden, warum das so wichtig war. Mark sagt, deine Mom ist gestorben. Sie ist bei den Innenstadtkrawallen umgekommen. Protestmärsche, die ausgeufert sind. Echt hart. Danach sind wir völlig auseinandergebrochen. Dad hat sich selbst nie verziehen und ich bin kurz danach abgehauen. Ich habe ihm wohl auch nie verziehen. Und dann hast du Mirk getroffen? Er hat mich beim Einbruch in seine Bude erwischt. Kein Witz? Das hat er nie erzählt. Er bot mir an, mich zu trainieren. Das schien mir ein guter Weg, von der Straße wegzukommen. Ich hatte auch kaum Alternativen. Was du jetzt machst, Faith, das ist der schnellste Weg, dich umbringen zu lassen. Die haben meine Schwester reingelegt. Ich muss ihren Namen reinwaschen. Das schulde ich ihr einfach. Ich werde überleben. So wie immer. Überleben wird überbewertet. Man muss auch ein bisschen leben. Hey, willst du morgen mitkommen? Könnt Hilfe brauchen. Kann ich. Drake hat einen Job für mich. Er meint, ich habe nachgelassen. Also, ich muss gehen. Schon okay. Irgendwer wird bestimmt bald auf mich schießen. Geh schon. Faith. Vorsicht. Da ist das New Eden Einkaufszentrum. Aber Vorsicht, Bürgermeister Callahan hat einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt's überall Straßensperren. Na gut. Rocken wir die Bude. Das war falsche Taste. Falsche Taste. Jetzt war einfach noch Bild halt gerade.